Moin ihr Alunken, mein Name ist Endenburg und heute gibt es einen wohlgemerkt gesponserten ersten Eindruck zum Free-to-Play-MMO Riders of Icarus. Wenn ihr nach dem Video mal in das Spiel reinschauen wollt, findet ihr den Link wie immer unten in der Beschreibung. Die Idee hinter Riders of Icarus ist so nachvollziehbar wie überfällig. Spieler lieben Mounts. Also stellen wir doch das Bändigen, Reiten und Kämpfen auf Mounts in den Vordergrund und konzipieren so eine MMO-Erfahrung, die sich strukturell deutlich vom klassischen Multiplayer-Online-Abenteuer-Simulator unterscheidet. Wie genau meine ersten Schritte in Riders of Icarus vonstatten gingen und welche Aspekte des Spiels mich überzeugen können und welche weniger, das alles und mehr in den kommenden 10 Minuten. Zu Beginn erwarten mich insgesamt 8 Klassen, die um meine Aufmerksamkeit buhlen. Der Berserker als Krieger-Prototyp, der Wächter als tankiger Krieger, ein meuchelnder Assassine, dann noch der Priester als guter alter Heilungshalodri, der Hexer als Magierklasse sowie der Waldläufer als Bogenbenutzungsbengel. Hinzu kommen 2 weitere Klassen, die leider dem Genderlock unterworfen sind, und zwar die Schwindlerin und die Magierin. Blöd, dass hier Geschlechtervorgaben gemacht werden, gut hingegen, dass mir sowohl eine Angabe zum Schwierigkeitsgrad der Klassen als auch ein kleines Vorschauvideo offeriert werden. In der Preview macht der Waldläufer auf mich den Eindruck, eine Ausrichtung mit viel Mobility und auch Nahkampfoptionen zu sein, weshalb ich mich für den Bogenmaestro entscheide. In der anschließenden Charakteranpassung stehen mir durchaus einige Möglichkeiten zur Verfügung. Von der Pupillenform über Augenbrauenhöhe bis zur Gesichtsbehaarung ist so ziemlich alles individualisierbar, hier kann sich also ausgetobt werden. Mein Waldläufer ist nun fertig und ich bin bereit für mein Abenteuer. Zuvor muss ich allerdings noch die Steuerung auswählen, denn in Riders of Icarus ist sowohl eine Tap-Target als auch eine Action-Combat-Spielweise möglich. Schönerweise steht sogar dabei, für welche Klasse welche Steuerungsart empfohlen wird, und da ich eh zu Action Combat tendiert hätte und die Auswahl auch jederzeit änderbar ist, entscheide ich mich für den Zielmodus. So beginne ich also meine hoffentlich epische Reise, die natürlich in einer Gefängniszelle startet. Aus Gründen, die mir noch nicht bekannt sind, ist der gute Kommandant Crow aber so freundlich und sorgt für meine Befreiung. So sehr ich dieses Bett mit dem optischen Charme eines Waisenhausschlafplatzes aus einem Charles Dickens Roman auch hinter mir lassen möchte, erst einmal muss das User Interface angepasst werden. Ihr kennt den Bums. Erfreulicherweise lässt sich das UI nach Belieben vergrößern und verschieben, für mich ja immer ein absolut essentieller Punkt. Ich verlasse im Folgenden mein Gefängnis, schnappe mir einen Bogen und erledige, woran italienische Klempner auf regelmäßiger Basis scheitern. Mit Auto-Attacks, 2 Fernkampf und einem Nahkampfskill baller ich mir meinen Weg in die Freiheit und darf schließlich gar auf mein erstes Reittier steigen. Vom verlausten Gefängnisbett auf den Pegasusrücken, welch Aufstieg. Mit dem geflügelten Pferdchen kann ich dann schon kurz nach Spielbeginn meine ersten Flugmanöver hinlegen und den malerischen Sonnenuntergang genießen. Außerdem steht eine Höhenanzeige bereit, als wäre das hier der Flugsimulator 3000. Wenn ich in Seitenlage gehe, sehe ich, dass die Flugmounts durchaus hochwertig animiert sind und zudem verfügen sie über einen schnabelhaften Speedboost, der sich noch als nützlich erweisen wird. Nach gelungener Flucht beginnt nun die klassische Levelphase. Sobald ich eine Stufe aufsteige, erhalte ich automatisch neue Skills wie zum Beispiel den Rückwärtssalto. Das Mobility-Versprechen wird mit dieser und weiteren nachfolgenden Fähigkeiten also eingelöst. Die Quests fallen derweil in das gewohnte Sammel-, Töte- und Plaudere-Schema, wobei sich nicht gänzlich erschließt, weshalb die Namen der Missionen zunächst auf Portugiesisch sind. Schon sehr bald lerne ich zudem das Bändigen rumstreunender Wildtiere. Der Prozess des Zähmens ist schön umgesetzt worden, denn ich stehe nicht einfach vor dem Mount meiner Begierde und drücke irgendeinen Knopf. Stattdessen muss ich mich anschleichen, auf seinen Rücken springen und ein Quicktime-Event absolvieren, bevor in diesem Fall der Gaul in meinen Besitz übergeht. Das ist zwar nicht mega spektakulär, sorgt aber dafür, dass ich viel eher das Gefühl entwickle, tatsächlich meine Reittiere zu bändigen und mir ihre Dienste zu verdienen. Tada, mein erstes Alabaster-Einhorn. Natürlich kann ich meine Reittiere auch aufleveln und ihnen zudem Ausrüstungen geben, Skins verpassen und auf ihnen kämpfen, aber dazu später mehr. Erst einmal queste ich mich weiter durch Startergebiet und stolper dabei über abbaubare Erze, sammelbare Pilze und somit über die Existenz eines Crafting-Systems. Auch eine Item-Upgrade-Mechanik mit Fehlschlagmöglichkeiten ist hier implementiert, im Westen ein traditionell eher kritisch beäugtes Feature, von dem auch ich bekanntermaßen kein allzu großer Fan bin. Sehr wohl ein Fan bin ich aber vom nahezu ladezeitlosen Übergang zwischen der Welt und meiner ersten Einzelspielerinstanz, in der ich einen Phönix fliegen und mich episch fühlen darf. Auch weil das Ganze wirklich schön visualisiert ist. Ich erledige also diverse Missionen und werde irgendwann von meiner Neugier gepackt. Welche Geschöpfe kann ich in Riders of Icarus denn überhaupt so zähmen? Die Antwort auf dieses erkenntnistheoretische Anliegen lautet: fast alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist.
So gelangen peu à peu der feindliche Wolf, der känguruartige Wieselhüpfer, der by the way auf den Namen Wald-Joey hört, und viele weitere Kreaturen in meinen Besitz. Der wohl prominenteste und wichtigste Mountzugang sollte jedoch kurz darauf erfolgen. Denn nachdem ich mich mit Spinnen und Kultisten kloppe, werde ich höchstpersönlich auf einem Greifen in die Stadt gebracht und auch die Questnamen stehen nun endlich auf Deutsch an der Bildschirmseite. Ich erhalte mein erstes eigenes Flugmount, eine majestätisch pummelige Eule mit Stummelflügeln, und zähme mir auf dem Weg in die Stadt zudem auch noch einen Elch so nebenbei. Denn mittlerweile hat sich ein Pokémon-artiger Sog bei mir eingestellt. Ich will alle Kreaturen, die ich sehe, bändigen und sammeln. Dafür stehen allerdings nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Gehen die allmählich aus, kann ich meine Tiere jedoch auch einpacken und Verschiedenes damit anstellen. Zum Beispiel kann ich sie herzlos für einen schmalen Taler verkaufen oder sie zur Verstärkung meiner Rüstung verwenden. Jetzt steckt meine Kuh in meinen Handschuhen und gibt mir plus 5 Verteidigung. Danke, Bessie. So fliege ich also zur schnieken Schlossanlage und breche von dort aus auf in die verschiedenen Winkel der Welt, um für Ruhm, Glorie und vor allem Loot zu kämpfen. Das Kampf- und Fähigkeitensystem in Riders of Icarus ist dabei durchaus actionreich und dynamisch angelegt und entfaltet einen angenehmen Flow während der Scharmützel. Leider macht die immer mal wieder suboptimale Server-Performance dem Ganzen aber mitunter einen Strich durch die Rechnung, was überaus bedauerlich ist, da die Animationen und Bewegungen im Normalfall schön geschmeidig und flott ablaufen. Auch die Skills weisen schon durch die Art ihrer Benutzung eine gewisse Tiefe auf, denn manche sind normal per Tastendruck aktivierbar, andere müssen kombiniert und wieder andere durch Halten der Taste aufgeladen werden. Doch Riders of Icarus wäre nicht das Mount-MMO, das es ist, wenn ich nicht auch vom Rücken meines Lieblingsreittieres aus fighten könnte. Sobald ich aufsattel, aktiviert sich eine separate Skill-Leiste und ich kann zudem mit dem Mount-eigenen Speer angreifen. Und natürlich kann ich auch in die Lüfte emporsteigen und hoch droben am Himmel kämpfen, was erstens schon ganz geil ist und zweitens natürlich eine deutliche Besonderheit von Riders darstellt. Hinzu kommt, dass ich jederzeit problemlos zwischen berittenem und nicht berittenem Kämpfen wechseln und darüber hinaus auf dem Flugesel auch schnell abfatzen kann, wenn die Augen mal wieder größer waren als die Schwertklinge. Apropos Mounts, noch ein paar Worte zu meinen dienstleistenden Transportgeschöpfen. Diese verfügen in einigen Fällen über aktivierbare Fähigkeiten, in anderen Fällen über drollige Eigenheiten, wie das Einziehen der Glieder beim Sprung mit dieser sympathischen Schildkröte. Das ist schon mit Herz gemacht. Ohnehin ist aber die Implementierung der Mounts in vielen Fällen erfreulich zu Ende gedacht worden. So kann ich vom Rücken meines Mounts aus so ziemlich jede Interaktion vollziehen, ohne dabei abzusatteln, wie Quests annehmen, mit NPCs sprechen und vieles weitere. Auch die Tatsache, dass ich für das Zähmen von fliegenden Mounts in der Luft im Rahmen eines halsbrecherischen Manövers vom Rücken meines Reittieres auf den Geier der Begierde hüpfen muss, ist konsequent und fühlt sich durchaus heroisch an. Natürlich macht aber auch das flotte Fliegen mit den Reittieren Spaß und das ist auch der Welt geschuldet, denn die ist zwar grundsätzlich eine Aneinanderreihung verbundener Kartenabschnitte, diese fallen allerdings überaus großflächig aus und machen gerade am Wasser oder in den Wolken schon eine schicke Figur. Darüber hinaus bin ich immer ein großer Freund davon, wenn die verschiedenen Kreaturen einer Welt sich auch mal gegenseitig auf den Schnüss geben und nicht immer in friedlicher Koexistenz nur auf meine Ankunft warten, um dann gegen mich zu paktieren. Hier kloppen sich die natürlichen Todfeinde Bär und Hase noch voller Leidenschaft und haben so fantastische Namen wie Ronaldo Rabini, 10 von 10. Auch klassische PvE-Inhalte wie Raids und Dungeons stehen zur Verfügung. Letztere sind als Solo-Story-Erfahrung oder in den Schwierigkeitsgraden Elite, Heroisch und Legendär betretbar. Da Riders of Icarus ein Free-to-Play-Titel ist, gibt es natürlich auch einen In-Game-Shop. Dieser wird vermutlich Bezahlvorteile enthalten. Wie genau die aber aussehen, kann ich euch nicht sagen, denn interessanterweise ist der In-Game-Shop überhaupt nicht aufrufbar, solange ich unter Level 30 bin und nicht mindestens 48 Stunden Spielzeit aufweise. Hab ich so auch noch nicht gesehen und klingt nach einem guten Ansatz. Nichtsdestotrotz muss ich Riders wie jedes Free-to-Play-Spiel natürlich finanzieren, von daher wird es für fortgeschrittenere Spieler wie erwähnt sicherlich Vorteile im Shop zu erwerben geben. Auch für Freunde des PvPs stehen übrigens verschiedene Spielmodi bereit. Zum Beispiel das derzeit laufende Mana Stone Invasion Event, bei dem ich mich mit meiner Gilde im Rahmen meiner 30-minütigen Schlacht beweisen muss. Das Ganze ist eine Endgame-Veranstaltung und erfordert somit Level 60 sowie eine Gruppengröße von 5 bis 10 Leuten. Wenn es meinem Team gelingt, die entsprechenden Territorien einzunehmen und zu verteidigen, wartet zur Belohnung ein mit Loot vollgestopfter Dungeon. Darüber hinaus offeriert das Hottime-Event bis Ende des Monats schmackhafte Giveaways im Ingame-Wert von bis zu 100 Öcken und auch eine Neuspieleraktion ist derzeit aktiv. Wer also selber mal ein paar Schritte durch die Welt von Riders of Icarus unternehmen und sich einen Eindruck vom mount-fokussiertesten MMO überhaupt machen möchte, findet wie eingangs erwähnt einen Link zum Spiel in der Beschreibung.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne Daumen und Abo da, um mich zu unterstützen und schreibt in die Kommentare, ob ihr schon mal Riders gespielt habt oder welche Titel ihr euch für künftige 10-Minuten-Videos wünschen würdet. Danke fürs Zusehen, lasst es euch gut gehen, euer Entenburger.